Moin und herzlich willkommen in Schweden. Gleich ein super Highlight zu Beginn meiner Radreise. Fährfahrt von dort drüben, da ist Dänemark mit Helsingør. Und jetzt stehe ich auf schwedischer Seite, auf der anderen Seite vom Öresund in Helsingborg. Unglaublich. Wunderbar, so ein Highlight gleich als erstes von einer Radreise, das ist doch richtig klasse. Und was habe ich vor hier in Schweden? Natürlich richtig schön Rad zu fahren. Ja. Und auch den wunderbaren Weg, den Kattegat-Lehn, 390 Kilometer hier an der Westküste von Schweden hoch bis nach Göteborg. Oh, so in circa 5 Etappen habe ich das vor. Aber dabei ist heute die allerkürzeste, denn es ist schon 11 Uhr. Ich habe es richtig ruhig angehen lassen mit der Anreise. Ist auch richtig, es hat halt morgen noch mehr geregnet. Jetzt ist nur so ein Tropfen. Aber es muss noch Regenklamotten an. Ja, schade, kann man nichts machen. Aber damit kann ich richtig gut leben. Und es wird trotzdem heute ein schöner, ja, kurzer Tag. Nur 30 Kilometer bis zum nächsten Campingplatz. Vielleicht klart es mal hier noch auf, es soll es auf jeden Fall. Und dann gucke ich mir vielleicht nochmal da die Umgebung noch mal ein bisschen an. Also hoffe ich auf schöne Bilder. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Da habe ich doch die ersten 3 Kilometer bewältigt. Richtig schöne Strecke hier, direkt am Meer. Aber jetzt glaube ich, gehe das auch mal ein bisschen mehr ins Landesinnere, in die Küste. Ja, die ist doch hier ein bisschen felsiger und steiler als drüben in Dänemark. Ist doch ein kleiner Unterschied. Da kann man jetzt nicht so auf der Kamera sehen. Das wird mal andere Stellen geben, wo man es vielleicht mehr sieht. Also es geht schon mehr hoch und runter, aber das wird schon gehen. Richtig schöne Strecke hier. Jetzt geht es ein bisschen ins Landesinnere und da ist nochmal die Fähre zu sehen. Kann man sagen, eigentlich richtig günstig. 49 Kronen, umgerechnet 7 Euro, also richtig human. Mit Auto wären das fast 60 Euro. Also das ist richtig klasse. Naja, dann geht's weiter auf dem Kattegat-Lehn. Das graue Wetter bleibt immer noch erhalten. Es ist hoch, ein bisschen Gegenwind. Ich sag bisschen, weil ich glaube, das gibt es hier noch viel mehr Power normalerweise, der Wind. Also das geht eigentlich noch. Das bisschen Regen, es hat fast aufgehört, es tropft aber immer noch, aber ich habe die Regenhose jetzt ausgezogen. Das wird doch ein bisschen warm, wenn man jetzt gegen den Wind ein bisschen kämpfen muss. Die Strecke bis hierhin, ja, ich bin jetzt bei Kilometer 10 ungefähr. Ja, ab jetzt kommt mir so vor, ob es immer so nur in der zweiten Reihe ist. Ja, guten Häuser hier in der ersten. Da fährt man eher dahinter oder sogar noch 2 Straßen weiter. Aber man hat auch immer mal eine Aussicht aufs Meer. Ja, mit Sonne natürlich viel besser. Ja, das Rad ist natürlich ordentlich beladen. Ja, 133 Kilometer Systemgewicht habe ich so circa. Ich muss sagen, aber ich habe auch wirklich alles vollgestopft. Mit Proviant so ein bisschen, denn hier in Schweden ist doch alles ein bisschen teurer.
Das werde ich ein bisschen mit der Zeit runter essen. Das vielleicht, ja, oh, ich würde sagen, 4-5 Kilo werden das schon sein an alles Mögliche. Ja, auch ein bisschen mehr dicken Klamotten muss ich natürlich mitnehmen, weil leider war jetzt der Wetterumschwung. Es ist jetzt nur noch 12 Grad jetzt im Moment. Ein bisschen wärmer, vielleicht noch 15 Grad wäre das, aber auch die nächsten Tage wäre nicht besonders warm. Aber das ist ja egal. Dafür habe ich dann halt mal einen Pullover mehr mitgenommen. Dafür ist das Rad ja auch da, um da ein bisschen mehr mitzukriegen. Wie gesagt, ja, Wasser ist ja auch noch ziemlich voll. Hätte ich gar nicht müssen bei der kurzen Tour. Aber naja, könnte ich auch jetzt hier noch auskippen, den 1 Kilo, den ich da in der Flasche habe. Aber ja, egal. Aber ich merke, es ist schon schwieriger. Ja, jetzt. Aber es ist ja auch der Gegenwind. Fahren tut sich's gut. Also weiter geht's. Leider spielt dieses Wetter ja heute überhaupt nicht mit. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Auch ein bisschen stärker. Wie so ein Unterstand für Fahrräder. Da warte ich mal einen Moment ab. Ich habe ja immer noch Zeit. Es ist ja 1 Uhr nachmittags. Also ich habe auch nur noch 13 Kilometer. Also ich bin richtig am Bummeln. Aber natürlich habe ich mir das heute ganz anders vorgestellt. Aber man muss nehmen, wie es kommt. So ist es halt. Wind macht dann noch ganz schön fertig. Boah, das ist noch ungewohnt mit Gepäck und so schwer. Aber die Sonne versucht es. Sie versucht es wirklich, aber es tropft immer noch. Unglaublich, aber jetzt sieht man, glaube ich, da im Hintergrund, ja, die Felsenformation. Die gibt es ja hier. Das ist ein Naturschutzgebiet, der Kullaberg. Und da in der Nähe ist auch der Campingplatz, wo ich hin will. Und dann hoffe ich ja, dass ich noch genug Power habe nachher, um mir das nochmal richtig anzuschauen. Das sind noch nur noch 8 Kilometer. Fast geschafft. Aber toll ist es trotzdem, auch wenn das Wetter vielleicht nicht ganz so mitspielt. Thank you.
Jetzt bin ich kurz vor dem Campingplatz und es kommt die Sonne raus. Ist doch schön. Das ist nicht mehr weit von hier. Das war jetzt gerade eine sehr schöne Strecke. Jetzt habe ich nur noch 3 Kilometer. Der Kattegat Leen geht eigentlich da oben geradeaus. Aber ich werde gleich nach links abbiegen und dann kommt noch 1-2 Kilometern der Campingplatz. Wie gesagt, da werde ich dann mal einchecken und mal sehen. Das Wetter ist ja jetzt richtig schön. Sofort warm. Unglaublich. Guck mal, sofort und schwitzen. Aber dann werde ich mir danach, wenn ich da eingesteckt habe, Zelt aufgebaut, dann möchte ich nochmal zum Naturschutzgebiet Kollerberg. Das sah ja sehr toll aus. Also auf zum Campingplatz. Uhr und schon steht das Zelt. Das war mal richtig eine kurze Etappe. Aber was soll ich sagen, jetzt ist das beste Wetter. Kaum bin ich hier. Sonnenschein, blauer Himmel. Ich zeige euch mal. Unglaublich. Also auf jeden Fall ist der Tag hier auch noch nicht zu Ende. Ich mache mir hier gerade was warm. Ja, nichts Besonderes. Ich hatte noch so ein Reisgericht hier. Und noch ein paar Würstchen, die müssen weg. Ein paar Cabanossis. Nichts Besonderes. Hauptsache was essen erstmal. Wie es bei mir so ist. Schnelle Küche. Fertig. Warm machen. Und gut. Aber ich muss sagen, schöner Campingplatz bis jetzt, was ich hier gesehen habe. Das ist der Campingplatz, First Campingplatz Mölle. Hier oben gelegen, hier ist eine Straße hinter mir, hier hört man ein bisschen. Bis jetzt ist es hier alles ruhig, aber eine Rezeption sagte noch, da kommen noch irgendwie 15 Leute und wollen ja auch noch zelten. Eine große Truppe. Aber egal, ich werde bestimmt gut schlafen. Aber ich muss sagen, es läuft noch gut von der Hand, das Zelt aufzubauen. Lüfte das jetzt mal ein bisschen durch, denn wann war das letzte Mal? Ja, am Biwakplatz an der Neiße, glaube ich. Da war das letzte Mal, wo ich das aufgebaut habe. Das ist schon über ein halbes Jahr her. Ja, die Saison fängt ja auch gerade erst an. Aber naja, jetzt mache ich erstmal hier Essen warm, so dass es nicht anbrennt. Schnell essen und dann mache ich noch einen Ausflug auf jeden Fall. Also, das ist klar. Na siehst du, mit Sonne sieht das doch hier ganz anders aus. Das ist doch ein Traum jetzt hier. Das ist das Örtchen Mölle. Am Fuße des Kollerbergs, das sieht man hier diesen Felsenrücken. Oh, traumhaft. Jetzt ist richtig, jetzt ist richtig toll. Ja, was Sonne doch ausmacht. Aber ich bleib jetzt nicht hier, ich will da noch hoch. Ich habe mir gerade eben noch am Campingplatz doch noch ein Eis gegönnt als Nachtisch. Ah, das tat richtig gut. Wow, und jetzt nochmal die Sonne, aber es ist immer noch frisch, egal. Aber ich will jetzt da hoch
Da geht eine steile Straße hoch irgendwo dazwischen bis zur Spitze. Da will ich jetzt noch mal hin. Is it maybe because I never knew quite where I was and suddenly you told me maybe you're lost, but I am too. Whatever the cost, we'll make it through. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what. Wow, genau deswegen habe ich eine kurze Etappe gemacht, um das hier nicht zu verpassen. Diese Halbinsel hier raus. Oh, cooler Berg. Wunderschön hier, tolle Wälder. Oh, traumhaft. Und jetzt die Sonne dazu. Unglaublich. Da der Leuchtturm. Also das ist jetzt wirklich Urlaubsfeeling pur. Ist das herrlich. Oh, genau deswegen habe ich es so kurz gemacht. Ja, ich bin ja auf dem Campingplatz. Es gibt ja in Schweden das Jedermannsrecht. Ja, das ist hier nicht so ganz so leicht an der Küste, hier an der Westküste anzuwenden. Wie hieß es? Naturschutzgebiet. Es gibt hier so ein paar Plätze. Habe ich auch gerade eben gesehen. Der Zeltplatz, das ist schon sehr voll. So ein paar Shelter gibt es hier auch. Aber irgendwie wollte ich dann doch auf dem Campingplatz. Eine warme Dusche ist doch immer schön. Ja, es ist nicht ganz billig. 28 Euro waren das jetzt hier an diesen. Die nächsten sind sogar noch teurer. Es ist kein billiges Vergnügen, aber ich wollte es so, ja, vielleicht komme ich ja noch mal dazu, zum Jedermannsrecht zum Gebrauch, aber es heißt ja nicht näher an 150 Meter an Häusern, nicht auf Felder. Also das ist hier sehr recht schwierig hier an dieser Ecke, an der Westküste, aber es ist ein Traum. Das ist egal, also das ist es mir auf jeden Fall wert und man sieht schon die Strecke von morgen. Ist das ein Traum? Leute, da darf ich morgen längs fahren. Boah, es wird ein etwas längerer Weg. Man sieht, es wird auch hügeliger. Ich weiß, man fährt da vorne hin und dann einmal da hinten über den Berg. Also morgen, ja, kommen wieder ein paar Höhenmeter dazu. Hier hoch die Straße, die war auch schon heftig. 10-11%, aber ist nicht hoch. 100 Meter bin ich gerade hier oben über dem Meer. Also das funktioniert. Ein Traumtag ist es auf jeden Fall noch geworden. Ich schaue mich hier noch mal ein bisschen um. Genieß das hier noch ein bisschen. Ja, und dann melde ich mich. Dann werde ich mich noch mal melden. Ich weiß noch nicht, wie lange ich hier bleibe. Ich glaube nicht zum Sonnenuntergang. Ich bin recht müde jetzt. Letzte Nacht habe ich nicht gut geschlafen. Ist ja klar, war aufgeregt. Und das nicht umsonst, oder? Wow. Echt ein Traum hier. Dieser Ausflug hat sich wirklich gelohnt.
Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das sieht so krass aus hier. So ein Unterschied in der Landschaft. Wir sind den ganzen Tag im Flachen rumgefahren, an Stränden, mal an der Hauptstraße. Es war echt okay heute. Ja, leider ein bisschen Gegenwind und immer dieser Regen. Meistens nur so ein Getröpfel, hat total genervt. Aber trotzdem war ich total euphorisch, hier zu sein in Schweden. Es ist einfach so nah. Die Anreise war so easy. Also es sind 360 Kilometer von der deutschen Grenze bis hier nach Helsingør und dann nur noch auf die Fähre und rüber Helsingborg und dann bis man in Schweden. Ganz schnell. Also echt geil. Echt super. Also der erste Tag war schon Hammer, trotz des schlechten Wetters. Der Weg war ja gut ausgeschildert, kann ich sagen. Mal auf Schotter, natürlich auch mal an der Hauptstraße oder nur in der zweiten Reihe. Da kann man es mir ja auch nicht immer sehen. Ja, ich hoffe, das Wetter bessert sich jetzt. Es soll besser werden am morgigen Tag. Ja, und dann, ja, der Campingplatz. Ich glaube, da werde ich sehr gut schlafen können. Werde ich ja morgen von erzählen können. Ja, wunderbar. Wie ihr seht, da meine Backrolle. Die kann ich auch als Rucksack benutzen. Das ist echt gut. Deswegen habe ich sie auch gekauft. Ja, um so einen kleinen Spaziergang noch zu machen. Auch vielleicht morgen. Mal sehen, was morgen ist. Ich freue mich schon wieder auf morgen. Ich bin schon fast wieder aufgeregt. Ach, so toll hier. Wenn da mal nur die Sonne immer geschienen hätte. Ja, also ich finde es einfach nur Hammer. Ich hoffe ihr auch. Es hat hoffentlich auch schöne Bilder gegeben. Und hoffentlich auch guten Ton. Ja, mein Mediamod hat ja letztes Mal seinen Geist völlig aufgegeben zum Schluss. Jetzt ist hier nur noch ein Windschwamm um eine GoPro. Also wenn da vielleicht doch mal Windgeräusche ist, muss ich entschuldigen. Aber ich habe irgendwie keine Lust mehr, irgendwie großartig was zu kaufen. Ist alles so teuer und es ist alles doch nicht für die Ewigkeit. So ein Windschwamm ist nur ein paar Euro. Gerade in dieser teuren Zeit. Ja, was vielleicht doch gut gewesen wäre hier mit der Drohne. Aber hier ist sowieso, ja, Naturschutzgebiet. Eigentlich darf man es nicht. Jetzt schon einer geflogen. Ich glaube, das darf man hier gar nicht. Weil Naturschutzgebiet, aber naja. Ja, mitschleppen will ich die auch nicht unbedingt. Ich habe ja noch keine und will auch, glaube ich, auch keine. Ja, das denn auch noch mitschleppen. Meine 133 Kilometer inzwischen doch einiges weniger. Ich habe doch viel gegessen. Ja, waren doch zu merken. Aber es hat gut funktioniert mit dem Rad. Bis jetzt natürlich zufrieden, war ja nur eine kurze Etappe. 31 Kilometer bis zum Campingplatz. Ich habe Schlenker gemacht, dennoch dieser Ausflug. Also ich glaube, kommt schon bald wieder 50 Kilometer zusammen. Aber es ist wunderbar gelaufen. Trotz des Wetters, trotz des ja, nicht zu dollen Gegenwindes, war es echt toll. Und ich hoffe, ich habe dann schöne Bilder gezeigt und dann, dass ihr da auch beim nächsten Mal dabei seid. Also danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Morgen geht's auf die nächste Etappe. Auf Wiedersehen. Tschüss. Moin, moin. Und hey, ich weiß gar nicht genau, was man hier in Schweden sagt. Da muss ich mich eigentlich nochmal erkundigen. Also, bis zum nächsten Mal.